Mit diesem Auto will Skoda weltweit richtig durchstarten. Dass der Rapid das kann, zeigt sich bei genauerem Hinschauen. Die fünftürige Limousine ist zwischen dem Octavia und dem Fabia platziert. Er soll speziell Familien auf den Geschmack bringen. Und die suchen oft ein praktisches Auto, das aber nicht nur praktisch aussieht, sondern auch optische Reize hat. Die Skoda-Designer haben auf modische Eskapaden verzichtet und mit klaren Formen und Linien ein elegantes, zeitloses Auto auf die Räder gestellt. Skodas Slogan ist Simply Clever und das ist beim Rapid in vielen Details wiederzufinden. Dinge, von denen man glaubt, dass sie auf den ersten Blick nur ein nettes Gimmick sind, spielen ihre Stärke im automobilen Alltag aus. Wer beim ersten Frosteinbruch morgens im Dunkeln das ganze Auto samt Kofferraum nach dem Eiskratzer durchforstet hat, wird den im Tankdeckel integrierten Eiskratzer lieben. Im Auto fehlen immer Ablagen und Halter für den alltäglichen Krimskrams. Geldbörse und Handy finden im Rapid ihren festen Platz und verschwinden nie wieder unter den Sitzen. Die Kofferraummatte kann von beiden Seiten genutzt werden. Einfach die Matte umdrehen und ein Gummibelag nimmt es mit allen Widrigkeiten auf. Dank des großen Radstandes und der etwas angehobenen Dachlinie wirkt der Fahrgastraum großzügig. Die Käufer haben die Möglichkeit, ihren Rapid mit allerlei Sonderausstattungen so auszustatten, dass ihn durchaus ein Hauch von Oberklasse durchzieht. Die Verarbeitung ist gut und die Materialien wirken robust und strapazierfähig. Das ist neben vielen Ablagefächern ein Punkt, der für die anvisierten Kunden wichtig sein dürfte. Auf der Rücksitzbank gibt es auch keine Platznot, wenn der Vordermann seinen Sitz weit nach hinten schiebt. Die Motorenpalette reicht von 75 bis 122 PS. Skoda hat den Rapid als Weltauto geplant. Dass er neben seinen Qualitäten in vielen Fällen günstiger als seine Mitbewerber ist, dürfte ihn bald zu einer festen Größe im stetig wachsenden Kompaktlimousinensegment machen. In Deutschland beginnt die Familienlimousine bei rund 14.000 Euro und ist eine gute Alternative zum Hyundai i30 oder dem Chevrolet Cruze.